alle zusammen. Heute ist bei uns Erntedankschein. Ehrlich gesagt, Weihnachtsgericht. Juni, Weihnachtsgericht. Unbedingt dieses Video speichern und dann am Weihnachten nachkochen. Natürlich kann man jetzt nachkochen, weil ist das lecker. Wieder einfach. Einfache Zutaten und lecker. Erntedankschein. Bleibt ihr unbedingt dran. Ein Gericht zum Beispiel zu Weihnachten. Entenschenkel. Und Entenschenkel soll ein bisschen fettig sein. So frisch und fettig soll die sein. Frische Rosmarin und Thymian, italienische Thymianzweigen, dann Lorbeerblätter und Ingwer. Möhren, Pflaumen und Orangen, unbedingt Orangen. Dann gutes, trockenes Rotwein. Muss nicht teuer sein, aber Rotwein soll euch schmecken. Salz natürlich, dann schwarzer Pfeffer, Aroma und unbedingt auch Sojasauce. Mengenangabe wie immer im Videobeschreibung. Für Enterchen brauchen wir einfach Pfanne, Gusspfanne oder Stahlpfanne, spielt keine Rolle. Ich habe jetzt Deutschhofer Deckel von FT9 oder FT6. Eigentlich passt das dafür. Und einfach Gasgrill oder ganz normale Backofen. Eigentlich Backofen hat jeder zu Hause. Ja. Als erstes wird Entenschenk erstmal von beiden Seiten groß angebraten. Ganz wenig Öl, vielleicht 30-40 ml. Es reicht, weil Entenschenken sind so fettig. Sie sind gute Entenschenken. So, schau sie, die haben richtig fett Schicht. Darum braucht man wie ganz wenig Öl. Das sind die gute Enterschenkel. Jetzt bin ich dran, lass mir erstmal Enterschenkel anbraten. Mit Haut nach unten erstmal. Dann die Seite, wo ist das mehr Fleisch. Sichtbar ist es, wird mit Salz bestreut. Dann natürlich, wenn eine Seite angebraten, einfach umdrehen und zweite Seite auch wird groß angebraten. Aber nicht zu Ende braten, nur groß und gut. Und so sehen die aus. Super. Ich lasse erstmal Pfanne ein bisschen abkühlen, dann geht's weiter. Über Gewürzen, ich habe was fast vergessen. Ohne Knoblauch koche ich nicht. Unbedingt Knoblauch dazu. Enterschenken ganz schnell umdrehen. Die Seite, welche mehr Haut hat, kommt nach unten. Gewürzen, Knoblauch, Lorbeerblätter, Ingwer, Rosmarin, italienische Thymian. Mit Gewürzen bitte nicht sparen. Wir machen eigentlich Weihnachtsgericht, das soll eigentlich richtig nach Weihnachten riechen. Weiter mit Möhren. Ich habe jetzt zwei Möhren, solche Schabchen geschnitten. Ich würde sagen, machen die mit drei oder sogar mit vier Möhren. Dann halbe Flasche rotes, gutes, trockenes Wein. Wein soll euch schmecken. Sojasauce, ungefähr 50 ml. Von Sojasauce. Ich habe zweite Deutschhofer-Deckel von FT6 zu Hause. FT6 und FT9 Deutschhofer-Deckel sind gleich, 100% gleich. Nicht jeder hat das zu Hause Deutschhofer-Deckel, zwei Stück oder einer, oder wenn sie haben zu Hause ganz normales, ja, Pfannendeckel oder sogar wer akzeptiert Alufolie, muss natürlich abdecken und lassen wir jetzt mindestens 14 Minuten. Ganz langsam schmoren. Ja, passt ganz genau. Jetzt. Ja, ich kann sie dazu machen. Auf Minimum. Wie
soll jetzt auf 150 einstellen und lasse, wie schon gesagt, 40 bis eine Stunde schmoren. Nach 40 Minuten, etwas mehr als 40 Minuten, ist er soweit. Jetzt weiter. Nach einer Stunde habe ich einfach Deckel, in meinem Fall Deckel, entfernt und jetzt einmal anprobiert. Wie schmeckt das? Sehr lecker. Kein Salz. Brauchen kein Salz. Mit Salz ist in Ordnung, aber jetzt brauchen wir frisch gepresste Orangensaft von 2 Orangen. Frisch gepresste Saft. Dritte Orange wird geschält und in vier Scheibchen geschnitten. Dann Pflaumen wird entkernt. Unbedingt mit Pflaumen kochen, weil die Pflaumen haben süß-saures Geschmack. Das passt genau zu diesem Gericht. Dann am besten natürlich frische Chili, Schotten. Ich habe zu Hause nicht, aber ich habe zu Hause eingelegte Chili. Ich will was Scharfes rein. Dann natürlich Aroma, schwarze Pfeffer. Unbedingt auch Aroma dazu. Und so sehen die Enterschenkel halbfertig aus. Jetzt habe ich Deckel zugemacht. Jetzt Gasgrill rechts, links, beide brennen auf volle Pulle, und minus 40 Minuten. Wir schauen. Vielleicht besser sogar eine Stunde, aber minus 40 Minuten. Ja, wir sehen uns. Ja, diesmal habe ich Zeit angehalten. 40 Minuten. Dann alles aus. Interessant, wie sehen die aus? Und jetzt Drohnenflug. Und wie sehen die aus? Ich würde sagen, die Farbe ist das. Perfekt. Perfekte Farbe. Natürlich, zu dieser Farbe fehlt noch was Grünes. Frühlingszwiebel, Lauchzwiebel, kann man auch Petersilie und Dill dazu überstreuen. Ihr seht natürlich besser. Ja, optisch ist okay, aber wie sieht man Entenfleisch aus? Weil Entenfleisch ist richtig zäh. Schauen wir jetzt, wie sieht man aus? Und zeig uns jetzt, wie weich ist das Fleisch? Weich. Ja, weich wie Butter. 2 Stunden gegart. Ja, 100%ig weich. Aber die Farbe gefällt mir am besten. Und jetzt, richtig Weihnachtsfarbe. Und jetzt, die Farbe. Es ist wirklich Weihnachtsfarbe. Weihnachtsfarbe. Ich mache das mit Händen. Unbedingt nachmachen. Jetzt oder am Weihnachten. Unbedingt nachmachen. Und jetzt ein Stück Orange und Fleisch. Ein wirklich Weihnachtsgericht. Wirklich ein Weihnachtsgericht. Bis nächstes Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.